Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in den Chroniken mit dem Jewel Harlow unter mir. Die Agenten sind wieder unterwegs. Heute wieder mal im Bleasdale-Häuschen, das Haus, wo gefühlt immer einer stirbt. Nein. Boah. Und wir nie Fälle lösen. Und wir wirklich, wir lösen. Ich glaube, wir haben einmal gelöst. Ja, einmal schon, aber da haben wir ja wirklich. Ja, Bewegungssensor sollen wir machen. Wir sollen ein Teammitglied Geister-Event. Das wird passieren. EMF-Reader wird passieren. William Davis. Ja. Ja, werden wir vielleicht den Namen nicht gebrauchen. Vielleicht auch schon. Ausgestattet sind wir wieder, nachdem ich das letzte Mal aus dem Zwielicht zurückgeholt werden musste. Wieder einmal. Aber sind ganz gut wieder dabei. Würde sagen, überdurchschnittliche Ausrüstung. Können uns eigentlich nicht beschweren. Ich freue mich. Der Logistiker hat bloß von einem von uns vergessen, das Zeug einzupacken. Ja, ja, den schmeißt raus. Also freuen ist der falsche Weg. Ich gehe gleich mal hoch. Ich gehe mit einem von euch mit, weil ich habe ja keinen Sensor. Ich habe ja keine. Wir gehen unten lang. Jo. Mach IMF an. Küche ist schnucklig warm, 19 Grad. Indiana Jones. Wir machen übrigens viel zu wenig Licht an. Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen, das stimmt auch. Weil meistens ist dann... Hier ist Knochen. Wer hat ein Foto? Hier ist Knochen im Board. Komm her. Mach mal Licht an jetzt hier. Mann, ey. Also hier oben ist nicht. Ich glaube nicht, dass die hier liegen, so viele Extra rum. Ich glaube, die haben keinen Wert. Nee, nur die in der Wand stecken. Das wird Licht auch viel besser, ne? Aber es ist halt ein beschissener. Eine, die in der Wand steckt und eine, ein Butcherbeil gibt's ab und an. Ich habe aber gerade. Also ich habe nichts gefunden, aber ich sah jetzt nicht so aus, als müsste ich die fotografieren. Ja, so Tür zugeschlossen. Probier's halt einfach mal. Ah, ich mach gleich, geh nochmal hin. Okay, ich mache hinten aber das Licht wieder aus. Weil wir müssen, sonst ist ja jemand Sicherung wieder durch. Ja, sieht schon gruselig aus, ja. Kann jemand mal im Journal gucken, ob es eventuell ein Hinweis ist? Ich gucke. Hat gerade jemand ein Foto gemacht? Ja. Ja, Flunder. Nein, die Axt ist nicht gewertet. Ja, das dachte ich mal, das wird einfach nur Dekoration sein. Also unten ist bis jetzt im Leben immerhin mitten im Wald. Ich weiß nicht, wo du hin bist, Harlow. Ich glaube, wir fallen Gegenstände runter. Ich bin hier. Ah, okay. Ah ja, jetzt sehe ich. Ich hab's gefunden. Treppe hoch. Wir kommen. Wie immer. Immer oben. Alle Bombe. Treppe hoch, aber wirklich Treppe hoch geradeaus. Okay. Auch mit schönen Waschbecken, die hat ja auch schon das ganze Zeug durch die Gegend geschmissen, also die freut sich, dass wir da sind. Ja, EMF Reader 3. Leg auf Stufe. Ich leg's hier rein. Du warst gleich aus. Gut, dann hole ich mal was auf Stufe. Du solltest mitten in den Raum legen. Wieso blockst du ja nur? Okay, den die ist gerade schon weggegangen. Ich mach's mal hier. Okay. Ich hab mal die Axt im Spiegel gefotografiert. Wir müssen mal gucken. Die habe ich auch schon fotografiert. Haben wir Gefriertemperaturen gehabt? Nein, nur 6 Grad, 6 bis 7 Grad. Okay. 7 Grad, ja. Ich hab aber hier 4 sogar, 5. Ich hör Wasser. Kann jemand kommen mit der Kamera? Dann Vorsicht, du bist allein! Ist mir aufgefallen. Die Aktivität ist sehr gering, alles gut. Ich brauche jemanden mit der Kamera. Bin da. Komm mal rein hier. Komm mal. Komm, das machen wir jetzt. Ich will eigentlich nicht. Ich kenne das ja irgendwoher, wenn wir zwei in den Raum gehen, Harlow, du weißt, was passiert. Ja, dreckiges Wasser ist am Start. Deshalb lass ich nicht vorgehen. Jewel, guck mal, dreckiges Wasser.
Also wir haben Knochen, wir haben Interaktion. Okay, die Axt im Spiegel zählt als Interaktion. Sag ich doch. Und die zählt sogar von uns beiden. Weil wir schon verschiedene Kameras gemacht haben. Und schmutziges Wasser zählt auch. Okay, komm mal mit raus. Nice. Ja, auf jeden Fall. Das kannst du aber wissen, dass ich mit rauskomme. Gut, dann haben wir ja das schon ganz gut abgelegt. War EMF 5? Habt ihr was gesehen? Nein. Okay. Ein EMF 3 stand genau drin. EMF 3. So, scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Ach nö. Ja, super, IM Davis. Okay, ich nehme die Kamera mit. Ja, ich nehme es. Ich habe Fotokamera wäre jetzt auch verfügbar, weil ich die zwei Bewegungssensoren eingepackt habe. Nimmt mal jemand noch das Buch mit? Was? Das Buch. Du hast deine Kamera verloren. Hab ich. Und dass du immer dich bücken musst, wenn du die Dinger mit dir rumschleppst. Ja, weil ich die von oben mit dem Controller kannst du, die musst bücken und dann die aufnehmen. Erst dann funktioniert's. Bist du eine Maschine? Im Real Life ist eine Maschine, hä? Ja, ne, ich bin ja nicht umsonst, ich bin ja nicht umsonst einfach, ne? Ah. Hallo Geist, wir sind wieder da. Irgendwas mit Williams. Nein, noch nicht. Doch, genau jetzt, Baby, genau jetzt, jetzt ist. Kamera steht. Williams. Williams. Da willst du wissen. Bist du hier? Nein. Hat mit mir geredet. Ja, das ist sehr schön, ja. Okay. Kann auch bleiben. Okay, ich hole das Geisterbuch. Boah, das ist abartig, Alter. Ich rede ruhig, Junge. Ja, ich hau's. Los, lass. Ja, komm, wir gehen alle wieder. Ja, ihr kennt ruhig kurz bleiben, dann gucke ich mal mit der Kamera. Nein, wir haben da aber auch noch auf dem Gegenstände zu holen. Okay. Hast du die Kamera nicht platziert? Hab ich. Was soll ich jetzt hier alleine bleiben oder was? Nö. Nee, wir gehen raus. Ich habe ja gar keine Gegenstände mehr, die ich jetzt vertüdeln kann. Ich habe das Geisterbuch hingeschmissen, aber dummerweise falsch rum. Ist mir aber völlig schuld. Ich glaube aber, es steht was drin. Ich glaube, ich sehe von hier das, was drin steht. Schreib ins Buch. Schrei doch nicht so, Junge. Nee, ich glaube, ich sehe von hier, dass schon was drin steht. Das sieht aus wie ein Pentagramm. Na, aber wenn es zur Rückseite ist. Na, ich weiß es nicht. Ich sehe gar kein Buch. Ah? Das Buch liegt doch dort, oder? Neben dem Vorhang? Nee, das ist eine Zeitung. Unter dem Waschbecken ist eine Zeitung. Ah! Da ist gerade was rausgeflogen. Da ist gerade aus dem... Gegenstände. Ja. Und der läuft durch einen Bewegungssensor. Ja, das hat er vorhin schon ein paar Mal gemacht. Deshalb bin ich weg. Okay, nice. Boah, ich hab keinen... Ich will einfach Sachen ausprobieren. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass da eine Flasche rausfliegt. Ob ich das... Ja, aber das musst du dort machen und nicht im Bildschirm. Wie gesagt, du weißt ja nicht, was unser Chef alles so sehen will. Was machen wir jetzt keine... noch? Also wir haben jetzt erstmal, um das zu collecten, wir haben Geisterbox. Ja. Und das war das Einzigste, oder? Die Mitgliedzeuge eines Geisterevents. Ne, Geisterevent zählt nicht. Die Mitgliedzeuge eines Geisterevents werden. Ja, das heißt, man muss den rufen, man muss den sehen. Also man muss den sehen. Na, ich also würde die sagen, Aktionen sind egal, man muss ihn sehen. Wir nehmen mal das UV-Licht mit. Ja, und wir müssen mal gucken, nach dem Buch noch mal gucken. Buch gucken? Und wir müssen den einen Bewegungssensor am besten an der Treppe stellen, würde ich behaupten. Dass wir wissen, wie weit er sich bewegt. Ja. Weil da geht durch den Sensor, der am Fenster ist, der läuft er nicht durch. Ich nehme vielleicht gleich noch mal Salz mit. Vielleicht nur durch den einen Sensor durch. Ich weiß nicht, Wolf, ich habe aber jetzt keine Kamera bei. Kann von euch jemand noch eine Kamera mitnehmen? Nee, geht noch. Kamera? Ja, mach ich. Hab ich. Du kaputt. Ich hasse dieses Haus. Hallo? Was? Soll ich das Weihrauch mal mitnehmen? Besser, ja, kann man machen. Alles, was den irgendwie unschädlich macht. Flunder, geh mal vor, das klappt doch mal ganz gut. Ich mach erstmal Salz. Erstes Salz liegt. Zweites Salz. Ich muss das scheiß
Event, Geister-Event klappt aber nur, wenn wir... Bleibt mal schön zusammen, da kann ja nichts passieren. Ja, aber dann gibt's ja kein Geister-Event. Ja, aber ich will erstmal wenigstens das Buch entlegen. Genau, machen wir's. Ich räuche mal ein bisschen rum. Hab ich. Buch liegt, und scheint nichts zu... Schreib ins Buch. Halt mal die Klappe, Mann, ich steh noch hier inne. Das macht er ja nicht, wenn wir zu dritt sind. Naja, manchmal ging das schon, das war unterschiedlich. Nee, Geister-Event macht er nur nicht. Lass mich gern allein, oder? Aber mit mir geredet hat er nur von mir, wo ich alleine war. Ah, Fingerabdruck! Fingerabdruck! Okay. Fuck. Ja. Ah! Fuck, da ist er. Alles gut, Leute. Der hat euch nur erschreckt. Alter, ihr habt einen Herzinfarkt des Todes. Hier an der Tür ist ein Fingerabdruck. Hier an der Tür ist ein... Hier an der Tür ist ein Fingerabdruck. Fotografieren bitte. Ja, ich guck. Ich hab wo. Keine Kram. Ah. Hab ich. Okay. Gut. Scheiße. Das Buch klappt nicht. Also haben wir jetzt Fingerabdrücke, Geisterbox. Spirit oder Gespenst oder Poltergeist? Was brauchen wir denn noch? Nice. Warte, lasst mich jetzt nicht alleine, dann guck ich gerne noch. Nee, wir sind da. Nur. Lass dich nicht alleine. Komm, Flotter, komm schnell raus. Tür zu. Also, wir brauchen, was habe ich gesagt? Spirit braucht noch Geisterbuch. Gespenst braucht Gefriertemperaturen. Was hatte ich noch gesagt? Poltergeist? Ja. Poltergeist braucht Geisterorb. Also Orb habe ich durch die Kamera hier nicht gesehen. Durch die. Außer wir müssten die verstellen und stellen die mal in die Dusche. Ja, Dusche oder... Ja, die läuft ja immer zur Mülltonne. Also die läuft ja immer durch die Mülltonne. Dann stellen wir es hier hinten mal hin. Also ich mach. Wir sind eigentlich safe, wenn wir zusammenbleiben, kann nichts passieren. Nicht viel. Aber da kommt halt auch kein Geist, ne? Es kann schon was passieren, aber die taucht nicht auf. Dieses Geist-Event triggert nicht. Das ist EMF 5, 4, sie steht auf der Treppe. Die hat schon wieder was geschmissen. Nee, das ist nicht immer 4, das ist nur 3. Ja. 3, ja. Ja, dann lass mal runtergehen. Wolltest du nicht den Sensor vorstellen? Ach, hast du schon? Hab ich schon, das ist jetzt hier an der Treppe. Ah, okay. Soll ich Foto machen? Soll ich warten? Kannst du. Ja, ich würde Sanity-Pillen erstmal nehmen. Okay. Also ich denke, die Sanity wird gerade ziemlich schon niedrig sein. Ach, du hast welche mit? Nein, es war Salz. Oh, shit. Ich dachte gerade. Ob du bist allein? Vorsicht! Ja, wenn Licht flackert, dann komm raus. Ja, ich bin wieder falsch gelaufen. Mann, Alter, das wär's jetzt gewesen. Licht flackert, Tür geht zu. Ja, ciao. Klassischer Tod, würde ich sagen, oder? Das also, war der Klassiker. Gehen ins Nichts. Okay, aber wir können auf alle Fälle Fingerabdruck als Beweis einloggen. Drei Quests haben wir auf jeden Fall abgearbeitet. Das haben wir natürlich den Fehler gemacht, haben das Licht im Bad angelassen. Hm. Dementsprechend sehen wir ja nichts. Wir hatten das Licht angemacht. Oder war die das vielleicht selber? Ja, ich habe kein Licht angemacht. Ich nehme mich auch nicht. Nur ich hab's halt an. Nee, okay, also was? Wir bräuchten ein Orb, das Buch. Ja, Orb, Buch. Oder... Ja, Ohrbuch oder Gefriertemperatur. Also ein Gespenst ist es definitiv nicht. Oh, jetzt ist Licht aus. Da geht ganz schön ab, der Junge. Die macht das selber an und aus. Nee, das war ja jetzt Nachtsicht. Hier, dort reinguckt, so ein Schädel in den Bildschirm gedrückt. Es könnte vielleicht maximal sein, dass sie im... So sieht man es nicht. Okay, die läuft nur durch den einen. Ja. Vielleicht schreibt sie doch mal uns.
Schreib vielleicht doch nur ins Buch, wenn... Ja, nehmt das mal eure Sanity-Pillen. Ja, sag ich auch. Hab ich schon. Wir haben nur zwei, also... Okay, wer ist denn am Arsch, ja? Du. Ja, du bist aber unter mir. Nee. Alles gut. Ich halte es aus. Okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich wirklich Buch sein. Ja, ich hab's mal genommen. Kommt noch mal einer mit? Ach, der hat's wieder eingepackt. Jo. Ich geh da nicht allein rein. Ja, ich hab's eingepackt, ja. Die eine Kamera hat keine Fotos mehr, wir hatten ja nur eine Kamera. Ich hab noch eine einstecken. Achso. Okay. Den EMF Reader vielleicht noch mitnehmen. Aber freust du mir doch nicht, oder? Ja, aber zwei, dass die da zwei, wie jeden vor der Tür liegen, dass man weiß, wo der sich aufhält. Genau, das ist nur so gedacht. Okay, können wir sonst noch was mitnehmen? Eigentlich nicht. Ich nehme mal noch die Temperaturmessung mit. Ja, die bringt doch am allerwenigsten. Nimm doch lieber den EMF-Reader mit, dass du weißt, wo die sich aufhält, als den Gewitter. Ja, das bringt mir aber auch nicht viel mehr. Warum? Dann weißt du, wo die ist. Dann weißt du, wo du sie rufen kannst. Ja, toll. Wo sie sich meistens aufhält, weil dort, wo sie sich aufhält, dort spawnt sie dann auch. Dementsprechend musst du davon ein bisschen Abstand halten. Schatzkeks. Ich gebe hier nur effiziente Anweisung. So, ich guck mal in Salz, ob ein Fuß drin steht oder so. Ah, alles okay. Also der Sensor hat gerade dreimal ausgeschlagen. Ach nee, der andere Sensor ging noch an. Also sie steht dort neben euch wieder. Ja, ja. EMF 4. Es geht auf 7 hoch. EMF 4. Ja, okay. Liegt denn das Kruzifix überhaupt noch da? Ja, unter Buch, ja. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Dann hat sie zumindest noch nicht angekriegt. Jetzt ist es wieder auf 0. Schreib ins Buch. Auf 3. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Dreckiges Wasser. Du hast aber noch nicht fotografiert, du kannst ruhig. Ja, ob das dann zählt, kann ich nicht versprechen. Da haben wir noch ein Foto. Ich kann nur mal gucken. Tja. Einer von beiden muss rangehen. Da muss stets zurückgehen. Ja, also Interaktionspunkte hat es gegeben, keine dreckigen Wasserpunkte. Naja, reicht ja aber trotzdem. Schreib ins Buch. Ja, ich sag's nur, aber... Interaktionspunkt bringt auch Geld, Leute. Ja, das letzte Foto muss aber den Geist gewidmet sein. Okay. Ja, eins hab ich noch. Aber wir wissen ja immer noch nicht, ob's... Es kann ja auch sein, den Orb könnt ihr eventuell die Kamera mal draußen einfach in den Flur stellen. Ja, gehen wir zusammen rein, los. Ja, ich hab keinen Platz mehr. Ich nehm. Ja, die hat gerade was runtergeschmissen. Die macht mich fertig. Doch der hat das. Der hat das Seil irgendwo hergeschmissen. Es ist auf 8. Schreib ins Buch. Und war dann guck mal. War nicht so gemeint. Ja, ich bock, bis bloß halt. Geht am besten Raum oder sowas, dass ihr nicht lichtständig. Also scheint nichts. Okay. Die Aktivität geht hoch und wie ein Herzschlag. Ja, die ist selber aufgeregt. Ja, genau, die ist selber aufgeregt. Also ich glaube nicht, Orb, es muss Geisterboost sein. Ja, Flor, du hast die Kamera aber auch falsch gestellt. Nee, ich wollte eigentlich so, dass er den Flur hat. Ihr könnt da Richtung so, Richtung. Ihr könnt da Richtung Bord halten, ja, das könnt ihr auch machen. Okay. Versuch mal in Richtung Bord. Weil hier hinten im Flur ist auf jeden Fall nichts. Machen wir Richtung Bord, ich hab keinen Platz frei. Ach so, okay, mach ich. Buch passiert aber nichts, wo soll ich sonst hinlegen, oder ist der falsche Raum? Nee, es ist doch nicht, also es ist definitiv der richtige Raum, weil dort fliegt ja das ganze Zeug durch die Gegend. Aber wo soll ich das Buch sonst hinlegen? Eigentlich muss das im Raum, mach's mal dort, wo der Bewegungssensor ist, weil dort läuft die sehr durch, also nicht draußen der Bewegungssensor, sondern drin. Aber ist dort, ja dort, achso, dort läuft die auf jeden Fall selber vorbei. Also das liegt eigentlich fast genau drunter, fast. Ich kann's ja nochmal aufheben.
Ja, eben, aber ich muss nicht. Vielleicht müsst ihr es ja hinlegen und nicht hinschmeißen. Hab ich ja, ich hab's hingelegt. Ich hab beides versucht eigentlich. Kannst du mal das dreckige Waschbecken? Schreib ins Buch. Alter Wind. Es geht ja eigentlich auch relativ schnell, wenn es so ist. Ansonsten schreib ins Buch. Was für Davis? William Davis, es reicht auch, wenn du ihn William nennst. Oh nö. William, schreib ins Buch. Wenn der entweder nur Name sagen oder nur. Aber ich glaube, wir müssen das ab. Ich hab ne fucking fotografiert. Ich hab ne fucking fotografiert. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal abbrechen. Sanity ist da. Das Buch geschrieben. Okay, zurück, gut, zurück, haut, zurück. Haut ab, eure Sanity ist extrem niedrig. Mitgenommen. Alter, da hat einfach mal fucking Sicheln dran gehabt, da konnte. Boah, leck mich hoch. Raus. Gut gemacht, Alter. Da hat euer Licht gerade noch flackern. Ja, da ist gerade wie er die Tür zumacht, geht er in Angriffsmodus. Ja, ich weiß, ich hab's ja, schon gedacht. Der hat ja, hinter euch den Trimals nicht mal hin, aber das Foto hat irgendwie gezählt. Nee, wir haben Geister-Event, alles gut. Da habt ihr ja gesehen. Wenn du das siehst, wo du hast den Geist, du hast den Geist, ja. Guck mal, wie der da ist hier grad, Junge. Da ist ja, gerade, so da ist gerade vom Topf aufgestanden anscheinend. Da hat's richtig sein jetzt, ja. Boah, also wer einer von euch eine Sekunde später zur Tür raus, wer auch jetzt tut. Ja, definitiv. Also es ist komplett bei 10, Junge. Komplett. Aber da ist richtig Akku, der Typ. Boah, nee. Der könnte aber Trick reden, dass er gerade alle Beete gleichzeitig rauszieht. Weil ja, ich habe noch gesehen, wie im Hintergrund euch bei euch die Tür zugeht. Spirit. Ja, aber wir haben sehr, sehr viel rausgefunden. Geist zählt. Cool. Hat ja. Wir haben sehr, sehr viel rausgefunden, sehr, sehr viele Beweise gefunden. Also besser konnte man es eigentlich gar nicht machen. Ja. Nee, aber mir hat es auch gereicht. Also das war jetzt schon. Ja, nee, er wollte. Also ich mach das Foto und verzieh mich. Ich hab halt keine Kamera gehabt. Ich konnte ja nicht mehr. Hast du eine gesehen? Nein, ich habe eine nicht gesehen, aber auf dem Foto sehe ich ihn. Hat er Augen ja. zugemacht. Juli, dann auf geht's in der Basis. Ja, unser Chef wird glücklich sein. Ja, definitiv. Alle haben überlebt. Heute haben wir alles richtig gemacht. Geiler Job. Super Ding. Lolo. Schauen. Welcome back. There's some jobs ready for you. Und? Boah. Ja, gleich am Anfang hatte ich eigentlich. Der Flunder hatte ich eigentlich fotografiert, ja. Ja, und aufheben müsst du now auch noch. Haben wir doch noch nie gemacht. Da muss aber aufgehoben werden. Was haben wir aufgehoben? Knochen. Knochen haben wir nicht aufgehoben. Nö, habe ich bis jetzt auch noch nie aufgehoben. Das bringt doch aber hier Knochenbeweis, bringt es doch auch noch mal Geld. Wo muss ich den hinbringen? Soll ich den noch mit ins Büro aufheben. Nehmen? Ja, ne, die müssen ja untersuchen, wer der Tote ist. Also mit in den Truck nehmen. Ja, ne, du hebst den, du brauchst keinen Inventarplatz, du kannst den einfach aufheben. Ah, das haben wir noch nie gemacht. Falls du dich erinnern kannst, ganz am Anfang habe ich das mal gemacht. Wir haben keinen Platz, wir müssen den Knochen mitnehmen. Dann hast du den angeklickt und hast gesagt, nö, brauchst du nicht, es geht auch so. Da, mein Gedächtnis noch diesen ganzen nichtsdestotrotz war es ein guter Job, Jungs. Geistern kann ich mich nicht mehr ansinnen. Ja, die Geister, die haben ordentlich in dir rumgeledert. Aber ich scheine ja nicht der Einzige zu sein, der das nicht mehr weiß. Ja, ich war halt nicht da, sonst hätte ich ihn aufgehoben. Tja, jetzt wissen wir es ja, dann nehmen wir halt diese blöden Knochen mit, dass unsere Chefs irgendwie Archäologen spielen können. Alter, die sieht neu aus, die hab ich auch noch nicht gesehen. Und ja, wir haben einen guten Job abgeliefert, der Chef ist zufrieden, Kohle ist gekommen. Dann können wir uns auf die nächsten freuen, würde ich sagen, oder? Schicke Hand. Dann bis dann, Leute. Bis später.